Ich habe eine einfache Regel. Wenn eine Maschine sprechen kann, sollte man sie töten. Die Maschine, die sie Edi nennen, was ist, wenn sie mit den Geth sympathisiert? Wir sollten sie unter strenger Beobachtung halten. Sie ist überall um uns herum. Wir sehen sie. Warum haben Sie die Maschine Legion nicht aus der Luftschleuse geworfen, Commander? Es ist noch nicht zu spät. Ich muss noch viel über diesen Zyklus lernen. Dann lern mal schön. Ich schmeiß sie nicht raus. Ich glaube auch nicht, dass das funktioniert. Ellas können wir eher rausschmeißen als ihn. Alle Antriebssysteme laufen optimal. Commander? 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 Ich bin der Commander. Yay. Ja. Dann gehe ich jetzt noch kurz in die Kapitänskabine. Gucken, ob Tali hochkommen kann. Immer noch mit Fischen im Tank und nicht irgendwo im Raum. Weltraumhamster! Ich kann die Toilette benutzen. Ich find's gut, dass man von hier Quartier des Captains und Deck 1 lesen kann. Sehr schön. Spül. Tatsächlich geht es nicht. Gut. Dann gehen wir wohl zurück zum KIZ. Und dann werden wir wohl so eine Basis infiltrieren müssen. So. Das Geth-Trümmerfeld können wir immer noch nicht zur Migrantenflotte. Schade. Ich wäre gern mal in einem dieser großen Agrarschiffe. So, den Admiral retten, das sollten wir wohl zuerst machen und den Geth-Server abschalten. Obwohl seine orangefarbene Sonne nur etwa 90% der Masse von Sol und die Hälfte ihrer Lichtstärke hat, ist Rannoch nach Erdmaßstäben ein trockener Planet, weil er näher an seinem Stern entstanden ist und etwas weniger Meeresflächen hat. Das photosynthetische Leben konzentriert sich auf Flüssen und Ozeanen, während dazwischen große Wüsten liegen. Die Bedeutung von Pflanzenleben und Die Bedeutung von Pflanzenleben und Schatten in den alten Quarianischen Kultur wird in der Übersetzung des Wortes Rannoch deutlich. Untermauerter Garten. Für die Sensoren eines Raumschiffes sind das offensichtlichste Merkmal der quarianischen Heimatwelt die zahlreichen Wärmequellen im Orbit. Tausende von Raumstationen der Geth beobachten den Planeten. Irgendwo in diesem Schwarm von künstlichen Konstruktionen lauert die Geth Armada und wartet auf ihre Gelegenheit zum Gegenangriff. Population unbekannt. Quarianische Schätzungen der Anzahl der Geth reichen von Dutzenden, von Millionen bis hin in den einstelligen Milliardenbereich. Die Schätzungen der Anzahl der Geth-Bewusstseine auf Servern sind weitaus höher. Dann noch ein paar Daten und jetzt muss ich überlegen. Wir müssen zuerst zur Rettungskapsel, denn das ist die Primärmission und das ist eine Sekundärmission. So, wen nehmen wir denn jetzt mit? Tali können wir mitnehmen. Liera? Garrus vielleicht mal. Oder Jarvik, das wäre ganz interessant. Der traut den Maschinen ja nicht. Ich nehme mal Jarvik mit. So. Was ist hier denn neu gewesen? Avenger? Ach so, das Geth-Impulsgewehr. So viele Sachen sind hier. Wow, das ist cool. Ich bleibe aber, glaube ich, bei meiner Kombination. So wie immer. Ja, doch, wieso nicht? Hier. Mehr Magazine sind auch praktisch. Ja, ich lasse das so. Tali hat den Graal-Drohnenwerfer und die Carnifex 1. Auch mit Upgrades. Und Jarvik. Sein Partikelgewehr und er kann auf die Bogenpistole mal wechseln. Durchschlagsmod ist auch ganz praktisch. Okay. 7 Punkte. Was nehme ich denn nur? Kryo-Munition.
benutze ich wie gesagt selten. Disruptor-Munition ist allerdings praktisch, wenn wir auf eine Menge Geth stoßen. Hier. Ja. Zack. Und wieder nur ein Punkt. Javik ist bei 19 Punkten. Ziehen, ihr Ziehen verursacht 53 Schaden pro Sekunde, solange angehobene Ziele sich in der Luft befinden. Oder 25% mehr Schaden von allen Schadensquellen. Ja, das klingt besser. Verschießen Sie 2 Ziehenprojektile, um 2 Ziele zu treffen, statt nur einem. Oder 60% schnelleres Aufladetempo. 2. So, Schmettern, Antigravitationsgranate. Mehr Schaden. Oder, und größerer Wirkungsradius, denn Radius, dann fliegen die überall hoch. So, sie hat noch 6 Punkte. Kampfdrohne. Für kurze Distanzen. Sie betäubt oder noch mehr Schilde und Schaden. Die Betäubung klingt ganz gut. So. Auf. Zu Rannoch. Commander Shepard, hier Admiral Zane. Haben Sie Zalkoris Rettungskapsel erreicht? Noch nicht. Status? Die Zivilflotte hat schwere Verluste erlitten, seit Zalkoris sein Schiff geopfert hat, um eine Geth-Kanone zu zerstören. Die Suche nach ihrem Admiral ist das Einzige, was unter den Captains eine Panik verhindert. Warum ist Corus so wichtig? Warum ist die Suche nach dem Admiral so wichtig? Er war gegen die Invasion, aber er hat beim Schutz unserer Schiffe Großes geleistet. Ohne ihn werden einige unserer Nicht-Kombatanten die Flottille verlassen. Die Konsequenzen können Sie sich denken. Ich kann's Ihnen nicht verdenken. Sie wollten den Krieg nicht und haben Ihren Anführer verloren. Das ist irrelevant. Wir sind fest entschlossen. Sogar Zalkoris hat die Bedeutung der Zivilflotte begriffen. Denn ohne Nachschubkette kommt die Invasion zum Stillstand. Dann schützen Sie Ihre Zivilisten. Ich tue, was ich kann. Beschützen Sie Ihre Zivilisten. Ich kann nichts versprechen. Meine eigenen Schiffe müssen für Rannoch koordiniert werden. Ich empfange nur Rauschen. Zalkoris ist wohl in Reichweite eines Störturms abgestürzt. Schalten Sie ihn aus, um Kontakt herstellen zu können. Seien Sie vorsichtig. Die Geth haben vielleicht am Turm Sicherheitsmaßnahmen. Zen? Admiral Zen? Vielleicht finde ich gut. Hoffentlich ist die Wildnis netter zu dem Admiral als die Maschinen. Das werden wir bald wissen. Bringen Sie uns zum Turm. Stimmt, wir waren noch nie auf Rannoch. Wir sind direkt über dem Meer, sehr schön. Oh, Mist. Cortez? Flak. Wir werden beschossen. Ganz kleines Flak. Sehr gut. Die Geth haben neben dem Störturm Flugabwehrgeschütze installiert. Wir müssen sie zu Fuß ausschalten. Sind die Geschütze weg, schalten sie den Turm aus. Jawohl, Commander. Ich setze sie hier ab. Hatte ich doch recht mit Flak. Die sind nur so riesengroß, das kann man gar nicht... Es sieht gar nicht wie ein Flak aus im ersten Moment. Mal abgesehen von den zwei Kanonen direkt nebeneinander. Mein Volk war jahrhundertelang im Exil. Hier zu stehen, im Land meiner Vorfahren. Javik, kein Kommentar? Das gibt's doch gar nicht. Ein paar Sachen anmachen. Nein, nicht Betäubungsschuss. Oh, da ist die Disruptor-Munition. Sie hat soweit keine, aber kann ihre Abwehrdrohne mal rausholen. Um sie zu schützen. Und natürlich, wo schießen die denn bitte hin? Auf die Vögel? Mögen sie kein organisches Leben? Ja, dann... Also, dafür, dass es so trocken auf dem Planeten ist, ist es ein ganz schön großer Ozean. Sie haben schon gegen diese Geth gekämpft. Welche Taktik werden sie einsetzen? Die übliche. Mehr Geth. Vorhersehbar. Maschinen haben schon immer Anzahl mit Stärke verwechselt. Oh Gott, mehr Geth ist nie schön. So. Zack, zack. Rennen wir mal ein bisschen vorwärts. Na dann. Hallo? Wow. Geth-Pyro. Sabotage ist eine gute Idee. Ich schieße trotzdem einmal gegen ihn. Und einmal nach oben. Jetzt müsste er gleich... Ja, schön, die explodieren dann immer so. So wie ich es mag. Liegt hier oben vielleicht noch irgendwas? Oder geht es hier wirklich weiter?
Ja, es sieht sehr danach aus. Da muss ich doch nochmal zurück. Geht's auf beiden Seiten weiter? Ich bin mir nicht absolut sicher, wo es weitergeht. Oh, ein toter Quarianer. Wie zur Hölle ist der hier? Ach so, klar, ist er abgestürzt. Sie sind so weit gekommen. Wir müssen Saal Corris anfunken, wenn wir ihn finden wollen. Gehen wir zu dem Störturm. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal da hoch und guck, ob da oben was liegt. Wozu wäre sonst ein sekundärer Weg da? Wenn nicht für eine kleine Belohnung. Ha, Geth-Einzelteile. 2500 Credits, einmal da rumlaufen. So finde ich's gut. So. Das ist eine Stolperdrahtmine. Die Maschinen verwischen ihre Spuren also mit Minen. Naja, was heißt verwischen? Die Javelin? Die Javelin war... Ah, okay. Ist, glaube ich, aber eine Einschusswaffe. Höchstens was für Legion. Oder natürlich für Garrus. Als bester Sniper im Team. Unter uns patrouillieren synthetische Wesen. Ja, ich sehe es. Das hat ja sehr gut funktioniert. Halt überhaupt nicht. Oh, Rakete! Ich weiß nicht, ob die Deckung hier so gut ist. Hier können wir uns sicherlich verstecken. Der Geth-Schütze kriegt jetzt eine Kampfdrohne auf den Kopf gesetzt. So. Das waren schon wieder alle, glaube ich. Aber es werden jetzt jedes Mal mehr Geth. Denn das ist ja ihre Taktik, wie wir erfahren haben. Wow, hier ist es extrem dunkel. Der Ecke. Naja, gut, es ist ja auch nachts. Da werden Geth abgeworfen. Oh, Mist. Sabotage, bitte. Boah, dieser Strahl ist so krass. So, Papums. Was auch immer das für ein Soundeffekt von mir war, ich weiß es nicht. Haha, ich liebe es, Geth platt zu machen. Das ist so ein schönes Gefühl. Übrigens können wir das auch mal auf Disruptor-Munition setzen. Und wieder wechseln. Nachladen. Oh, 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 oh. Schön, dass die, wurden noch mehr abgesetzt, glaube ich. Schön, dass die nicht von den Geth aktiviert werden. Also wenn sie rüberlaufen. Ich glaube, sie legen sie einfach beim Tod ab. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Wieder ein paar Geth. Da in der Mitte ist ein Raketenschütze. Den würde ich gerne sabotieren lassen. Darauf könnte man eine Antigravitationsgranate fallen gelassen werden. Und der war ein Insta-Kill. Wow. Dann sind ja noch mehr. Weg ist er. Oh, oder auch nicht. Hat sich wahrscheinlich geduckt. Wie auch immer das geht. Gibt's da überhaupt irgendeine Taktik? Kann Betäubungsschuss abfeuern. Ich weiß nicht. Die Fähigkeiten des Soldaten, mal abgesehen von der Munition, sind gar nicht so wichtig. Boah, sind die riesig. Okay, ich will aber erstmal den Gegner umlegen, bevor ich die Mission versuche zu machen. Was? Nein, nein, nein. Ich hab's in dem Moment realisiert, als es zu spät war. Noch eine Rakete. Dämlicher Geth. Raketenschützen und die Pyros sind wirklich manchmal gefährlich, wenn man nicht auf sie aufpasst. Gott sei Dank haben wir jetzt, das Geschütz untersuchen. Gott sei Dank haben wir jetzt nicht auch noch Jäger unter den Gegnern. Das wäre sehr unpraktisch. Geth-Technologie, noch mehr Geld. Wir verkaufen also alles instant, was wir finden. Okay, wir sollten wirklich zuerst untersuchen, bevor wir hier weitergehen. Obwohl, was ist in dieser Ecke? Oh, ist nur ein anderer Weg hier rum.